Back im Block. Zurück und stärker denn je. Hallo zusammen, ich bin zurück, nachdem mein Blog mal wieder ungerechtfertigt gesperrt wurde. Was? Ich bin jedenfalls zurück und möchte mal wieder anfangen, meine täglichen Blogs zu posten. Das hier allerdings soll erstmal ein Infoblog sein, um mich einfach zurückzumelden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, und es tut mir leid, doch leider kann ich halt nichts daran ändern, wenn mich die Leute mal wieder melden. Dann muss ich genauso warten wie ihr. Ich bin derzeit schon permanent am Überlegen, ob ich mich nicht irgendwo bei einer eigenen Webseite dran setze und mal wieder eine komplette Webseite aufmache. Das würde zwar wieder viel Arbeit für mich bedeuten, allerdings denke ich, dass sich das lohnen könnte. Wie auch immer, jedenfalls möchte ich aktuell erstmal sehen, wohin mich mein Weg zurzeit führt. Ich wollte mich auch hier nochmal für die Unterstützung und die Spenden bedanken. Im Großen und Ganzen ist es so gut wie immer dasselbe. Die Kritiker posten meinen Aufenthalt, verfolgen mich quer durch das ganze Land und brüsten sich damit, dass sie mir überlegen sind. Begehen dabei grob Straftaten oder mehr und sind wie üblich voll daneben. Ich möchte nun einen neuen Ansatz auf meinen Streams und in meinen Blogs gehen. Daher versuche ich zukünftig in Streams, wen auch nicht in allen, mal die Chatverlaufe der Telegram-Gruppen vorzulesen. Ebenfalls werde ich hier die Shorts, die ich vorlese, veröffentlichen, damit ihr diese selbst nochmal nachlesen könnt. Äußerungen oder Kritik werde ich dazu nicht abgeben. Jeder kann sich selbst einen Urteil erlauben, wen er sie oder es die Posts gelesen hat. Wir haben schon gestern Abend einen Stream mit den ersten Posts gemacht. Das heißt, im Laufe des Tages poste ich euch dazu noch einen Eintrag. Sonst gibt es, glaube ich, aktuell nichts Genaueres, was ich in einem Post sagen möchte, also in diesem Post. Das Wichtigste habe ich euch gesagt, heute gegen 15 Uhr kommt der Post, täglicher Blog, und später am Abend gegen 19 Uhr, wenn ich es schaffe, der Post zu dem Stream, wo ich die Shots vorlese und die dazu gehörenden Shots natürlich. Bis dahin danke ich euch für eure ganze Unterstützung und eure Hilfe, auch für alle Tipps, die ihr mir immer gebt oder versucht mir zu geben. Euer Drache.